Meinst du, wir finden die Trafostation nicht mehr? Vielleicht ist sie auch wirklich weg. Ach, das glaube ich nicht. Wir können nur nicht suchen. Aber Captain Blaubär, Achtung. Er hat diese Stadt gefangen. Und zwar, indem er sie festgeklebt hat. Wir könnten versuchen, die Trafostation festzukleben. Damit sie immer dort ist, wo wir sie haben wollten. Hast du Kleber dabei? Kleber. Ich glaube, die Trafostation lässt sich nicht mit einem gewöhnlichen Kleber festkleben. Wie soll ich das beschreiben? Naja, ich brauche es ja nicht zu beschreiben, weil ihr könnt es ja sehen. Ihr könnt euer Zelt aufbauen und habt so etwas wie ein Dach über dem Kopf, was ihr nicht mehr hinter wieder... Oh! Und wenn ihr zwischendurch ein Hüngerchen habt, dann pflückt ihr euch einfach so eine kleine Walderdbeere. Das ist keine Walderdbeere, oder? Mm-mm. Vielleicht sollte ich sie doch nicht essen. Nee. Das ist ein Glas. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Fantasie-Schalter eingeschaltet. Und hier, wo ich jetzt genau stehe, kann man hinterher gar nicht stehen, weil hier ist die Bühne. Trafo, seid ihr da? Und hier, wo ihr jetzt noch quasi einen Spielplatz seht. Hier ist später euer Spielplatz. Und ich glaube, von hier aus hätte man eigentlich auch einen ziemlich guten Blick. Dann kann man aber auch mal ganz schnell hier kurz nach hinten gehen und sich ein Bier holen, wo wieder unsere Top-Theken-Crew stehen wird. Und ich werde mich nur hier dran stellen und einmal nicken. Und ich brauche eigentlich gar keine Worte zu benutzen und ich werde meinen Urstoff haben. Und dann gehe ich mal hier lang. Ja, hier wird man dann wahrscheinlich irgendwo pinkeln können auch. Hier. Oder vielleicht sogar beides. Ich weiß es nicht genau. Der war hier vorher nicht. Ja, und dadurch, dass es früher die Chill-Area war und jetzt hier auf einmal Sand liegt, wird es dann die Beach-Chill-Area. Doch, das machen wir so. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Dieser Fläche ist dann die Backstage-Area. Aufenthaltsbereich für die Bandmitglieder, die sich ein bisschen Ruhe gönnen wollen oder eine Kleinigkeit essen wollen. Wo kommen die denn her, Alter? Die sind neu, die gab es vorher noch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Herr Molly hier hingestellt hat. Weil der kümmert sich hier sowieso eigentlich um alles und ich möchte nicht, dass der Herr Moll böse werden muss. Deswegen bitte, wenn die Blümchen hier noch sind, wenn ihr auch hier seid, dann lasst bitte die Blümchen in Ruhe. Kein Müll, keine Kippen, kein Bier, kein irgendwas hier reinschütten, werfen oder abreißen oder in die Haare flechten. Der Herr vom Entertainment, der wird hier lustige Spiele anbieten für Beschäftigung während den Umbaupausen, damit ihr hier eine Runde Looping Louis spielen könnt oder eine Runde Bierpong oder welche Spiele euch auch immer genehm sein sollten. Das ist jetzt exklusiv hier. Hier darf man nämlich als Besucher leider nicht hin. Hier ist nämlich das Team. Ja, das Teamzelt. Noch mehr Sand. Was haben die vor mit diesem ganzen Sand? Sanitäterbereich. Okay, man kommt hier doch hin, aber man möchte hier nicht hin, weil dann heißt es, dass man ein gesundheitliches Problem hat. Ja, ich weiß nicht, sollen wir dann hier noch ein bisschen mehr zeigen? Ja, warum denn nicht? Okay. Von hier bis da hinten gibt es echt vielfältige Möglichkeiten, das Geld auszugeben, was ihr hierhin mitgenommen habt. Ja, haben wir hier dann noch ein Zelt eigentlich? Ja, da kommt noch so ein Fressding. Noch so ein Fressding? Und was gibt's da? Das weiß ich nicht. Es ist irgendwie neu dieses Jahr. Es ist neu dieses Jahr. Oh, was ganz Neues. Ja, ja. Also selbst, wenn ihr schon öfter hier wart, es gibt immer was Neues. Noch nicht mal ich weiß, was es sein wird. Dementsprechend ist es halt auch wieder super brisant, weil da habt ihr und ich auch wieder irgendwas, worauf wir uns freuen können, wovon wir uns einfach nur überraschen lassen. Ja. Ja, hier... Der Ausgang, der im Prinzip auch der Eingang ist, ne? Ihr wisst Bescheid.
Hier wird die Kasse sein. Da könnt ihr euch die Karten kaufen, falls ihr noch keine habt. Aber ich hoffe, ihr habt schon eine, weil das fände ich einfach besser. Ja, und dann werden euch hier wahrscheinlich hier die Bouncer, die freundlichen Leute von unserer Security begrüßen. Für alle, die sich gewundert haben, warum wir dieses Jahr wieder 5 Euro teurer geworden sind, das ist der Müllpfand. Bitte lasst euch einen Müllsack geben und wenn ihr wieder nach Hause geht, könnt ihr diesen eintauschen gegen 5 Euro Müllpfand und helft uns allen damit, das Gelände hier ein bisschen sauberer, ordentlicher und die Natur auch ein bisschen reiner zu halten. So, was kostet Kombi-Ticket? 35? 39,50. Ah ja, da ist ja natürlich auch noch der Müllpfand mit drin. So, also... Oder ich 39,30, ich weiß es einfach auch nicht. Na, auf jeden Fall ist es nicht so teuer, wie man vielleicht denkt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar. Wer es nicht glaubt, soll kommen und sich vom Gegenteil überzeugen. Punkt.